Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Freitag, früher Nachmittag und ab jetzt nehme ich euch einfach ein bisschen mit durch meine Vorbereitungen für morgen oder fürs Wochenende. Und ich fange an mit was Ungeplanten. Ich habe ja gestern oder im gestrigen Video euch gezeigt und erzählt, dass bei uns da ein bisschen Wasser aus dem Schlauch rausgekommen ist. Der Schlauch, der zur Geschirrspülmaschine führt, war kaputt und Dirk hat da jetzt alles repariert und jetzt ist alles auch wieder trocken und ich muss den ganzen Kram, den ich gestern ausgeräumt hatte, wieder einräumen. Und ich mache das jetzt etwas besser organisierter, habe noch einen Organizer geholt und packe das so, dass es ein bisschen übersichtlicher drin steht. Einige Sachen werde ich gar nicht erst wieder reinstellen, sondern bringe die nach hinten ins Regal, damit hier nicht so viel Platz weggenommen wird durch Sachen, die eben auf Vorrat da sind. Das, was gerade wirklich gebraucht wird, das räume ich einfach direkt hier rein und dann schaut es schon deutlich besser aus. Die Leiste unten unter dem Schrank muss Dirk noch anbringen. Die steht noch im Anbau und wartet. Und ich räume ein bisschen die Küche auf weiter und wische gleich noch schnell den Herd und die Arbeitsplatte sauber. Und dann muss ich mich auch schon um das Essen fürs Wochenende kümmern. Weil morgen ist Erntedankgottesdienst in der Gemeinde mit einem gemeinsamen Mittagessen hinterher und dafür brauche ich natürlich, was ich mitbringen kann. Und ich habe mich für einen Gemüseeintopf entschieden und für diesen Eintopf habe ich hier eine Puttenoberkeule mit Knochen und genau die bearbeite ich gerade. Ich schneide jetzt so viel ich kann vom Knochen ab an Fleisch, schneide es klein und gebe in diesen Topf, in den ich schon etwas Fett drin habe. Und das Ganze wird einmal angebraten. Ich werde auch den Knochen mit reingeben, weil da eben ein bisschen was dran bleibt. Und wenn alles gegart ist, werde ich das, was da noch abgeht, so an Fleisch, abpulen und reingeben. Alles andere wäre einfach Verschwendung. Außerdem gibt es auch dann ein bisschen noch Brühe-Geschmack. Und jetzt habe ich das Fleisch schon ein bisschen angebraten und von der Kochplatte einmal runtergeschoben, damit nichts verbrennt. Und kümmere mich um das ganze Grünzeug, was dann noch mit reinkommt. Es ist einiges, was ich da jetzt reingeben werde und das muss natürlich einmal geschält und geschnitten werden. Und genau das mache ich. Nebenbei quacke ich ein bisschen rum, habe Rafi gerufen, der hat nicht gleich reagiert. Als er dann endlich runtergekommen ist, hat er erstmal wörtlich was aufs Dach gekriegt. Dann hat er mir ein bisschen geholfen, eben Müll und Kompost raustragen und so weiter. Aber das meiste muss ich hier alleine machen, also zu zweit oder so ist es Blödsinn, sag ich mal so, das jetzt hier zusammen zu schälen und schneiden. Man tritt sich regelmäßig dann nur noch auf die Füße, also koche ich lieber alleine. Schneiden werde ich alles mit Nicer Dicer, das ist schneller und leichter. Und beim Kochen nehme ich euch natürlich näher dran mit. Gerade musste ich wieder loslaufen, weil Telefon geklingelt hat und auf dem Rückweg habe ich mir dann eine Schüssel geholt. Ja. Wenn ich alles geschnippelt habe, zeige ich euch, wie ich das heute gedacht habe, was ich jetzt machen will. Aber als erstes muss ich natürlich einen passenden Nicer Dicer suchen, weil für den einen, den ich am liebsten benutzen wollte eigentlich, fehlt mir irgendwie immer noch die Klinge. Ich weiß nicht, wo das Gitter abgeblieben ist. Irgendeiner hat es sehr gut weggeräumt. Keine Ahnung, wo das hingekommen ist.
Ich muss wahrscheinlich die ganze Küche einmal auseinandernehmen, wenn ich das Teil finden will. Ja. Einiges muss natürlich einmal vorgeschnitten werden, bevor es durch den Nicer Dicer kommt, damit es einfach leichter dann durchgejagt werden kann. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, jetzt etwas näher dran, direkt vor der Kamera. Ja, es ist Freitagnachmittag und wie jeden Freitag habe ich ganz, ganz viel zu tun. Morgen ist Sabbat und auch noch Erntedank-Gottesdienst mit Potluck. Für Potluck nimmt jeder was mit, das wird dann auf den großen Tisch gestellt und ja, wie Buffet dann und alle bedienen sich. Natürlich nehme ich auch immer was mit. Ich war noch nie in meinem Leben, glaube ich, zu einem Potluck mit leeren Händen erschienen. Und das will ich auch natürlich heute nicht ändern. Und bin deswegen schon hier die ganze Zeit dabei, was vorzubereiten. Ich habe mir aber was vorgenommen, was ziemlich schnippelaufwendig ist. Danach alles einfach nur reinschmeißen und kochen lassen, aber Schnippelei ist doch schon groß, vor allem wenn man dann alles verwenden will aus dem Gemüsefach, was unbedingt weg muss. Ja, ich mache Gemüseragout mit minimal tatsächlich Putenfleisch. Ich habe hier Putenoberkeule geschnitten und auch schon ein bisschen angebraten. Auch den Knochen, an dem noch ein bisschen was dran ist, habe ich mit reingeschmissen. Der Knochen darf dann auch erstmal mit anbraten und garen. Ich pulle nachher dann das bisschen Fleisch, was noch dran ist, ab. Ja, damit nichts verschwendet wird. So wird das schon drauf. Ja, und dann wird jetzt einfach das ganze Gemüse nach und nach reingetan. Kurz angebraten und dann mit Brühe und passierten Tomaten aufgegossen und garen gelassen. Mehr ist das nicht. Ja, aber ordentlich Gemüse drin. Und ich sage euch jetzt einfach, was alles da drin sein wird und mache auch gleich schon weiter. Ja, hier habe ich mein Fleisch und als erstes oder nächstes gebe ich die große rote Zwiebel dazu. Die darf dann jetzt auch ein bisschen anrösten. Und folgende Sachen kommen noch mit rein. Hier sind 3 Möhren, 2 Paprika, 2 Hände voll Bohnen, eine Aubergine, einige Kartoffeln, ein bisschen was von der Zucchini, 2 rote Beete und eine Solo-Knoblauch. 2 Solo-Knoblauch. So. Das wird jetzt alles hier im Topf ein bisschen angeröstet. Ich gebe jetzt auch schon die Möhren mit rein.
mit dem Fleisch einfach zusammen ein bisschen noch anrösten. Durch die Röstaromen schmeckt jede Suppe für mich oder Eintopf oder was auch immer viel besser, deswegen mache ich das auch. Jetzt anrösten ein bisschen. Dann backe ich gleich noch einen Kuchen. Weiß aber noch nicht genau welchen. Irgendeinen Kuchen will ich gleich noch backen. Am besten natürlich was so in dieser Blechkuchenform, damit auch besser geschnitten werden kann und jeder oder viele, möglichst viele davon was haben können. Ich überlege gerade nur, welchen Kuchen ich gleich backe. Muss ich nachgucken, was ich da habe. Vielleicht Kirschkuchen? Ich habe ja noch Kirschen aus dem Garten im Gefrierschrank. Die muss ich gleich dann rausholen und wenigstens ein bisschen antauen lassen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich mache gleich einen Kirschkuchen. Was wir heute Abend essen, das weiß ich noch nicht. Ich muss das noch mit meinen Männern hier besprechen. Ich habe ja immer noch nur Raffi hier und eben Dirk. Was wir heute zum Essen machen, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn gleich das Gemüseragout oder die Gemüseeintopf, nennen wir das heute lieber Gemüseeintopf, am Garen ist, wenn alles schon drin ist, werde ich mir erstmal ein Tässchen Cappuccino machen. So. Und erstmal eine winzig kleine Pause machen. Ich habe ja heute auch wieder was Unplanmäßiges machen müssen, habe ich vorhin gezeigt. Den Schrank hier ein bisschen sortierter einräumen und ja, einiges steht noch an. Genau. Aber jetzt erstmal das ein wenig anrösten lassen. So, die Zwiebeln und Möhrchen sind ein bisschen angeröstet. Und ich gebe dann alles andere jetzt einfach mit rein. Kartoffeln. Paprika. Zucchini. Auch die Bohnen, einfach alles mit rein. Die Aubergine. Und auch die rote Beete. Rote Beete war schon etwas labberig, deswegen musste sie auch unbedingt weg. Wenn ich nicht da bin, kocht keiner was damit. Deswegen dachte ich mir, nehme ich die heute auch mit rein. Normalerweise gehört die nicht rein. Ja, auch die Knoblauchwürfelchen mit dazu. Und auch wenigstens kurz anbraten. So, und jetzt gebe ich noch eine Dose gehackte Tomaten mit rein. Und eine Packung, das ist eine große Packung, 500 Gramm steht drauf, passierte Tomaten. Das habe ich jetzt alles ausgespült ein bisschen und damit auch der letzte Rest aus der Dose und Packung mit drin ist, das Wasser, wir brauchen eh nochmal Wasser. Und jetzt kommt Salz mit rein noch und ein bisschen Pfeffer. Und jetzt einfach nur Deckel drauf und kochen lassen. Wenn alles richtig kocht, einmal die Hitze runterdrehen. Nur auf 6, damit das nicht alles so übersprudelt. Und dann haben wir das eigentlich schon fast. Ich gehe gleich einfach noch raus und gucke, ob im Paprika-Haus, Gewächshaus,
vielleicht ein paar Chilis oder so noch dran sind und dann werfe ich die einfach mit dazu. Dann wird die ganze Geschichte etwas schärfer und am Ende kommt, wenn das alles schon kocht und fast durch ist, ein bisschen was Kräuteriges noch dazu. Ich denke, das wird sehr lecker sein. Ich überlege nur gerade, ob ich einfach die restlichen Bohnen auch noch mit reinschmeiße oder ob ich die einfach in den Kühlschrank erstmal lege oder in den Gefrierschrank sogar. Mal gucken. Auf jeden Fall muss ich das hier jetzt einmal alles wegräumen und mir Wasser aufsetzen. Vielleicht will Dirk auch einen Tee für Tee oder Cappuccino. Ja, und jetzt verräume ich erstmal alles, was ich gerade benutzt habe und nicht mehr brauche, in den Geschirrspüler, damit es nicht hier den Platz wegnimmt und stört. Mache die Arbeitsplatte sauber und trage die ganzen Sachen zusammen, die ich gleich zum Backen brauche. Ich habe mir heute wieder ein Rezept komplett so mehr oder weniger selbst überlegt. Jetzt habe ich die meisten Zutaten schon beisammen, aber mein Eintopf muss einmal fertig gemacht werden. Also gebe ich jetzt Kräuter in den Topf rein. Also ich habe da Gartenkräuter und Dill und Basilikum. Das alles gebe ich rein, plus ein paar Lorbeerblättchen und ein bisschen was von der Gemüsebrühe, die ich immer bei Norma kaufe. Ein bisschen noch Wasser dazugeben und zu Ende garen lassen. Fertig. Das ist an sich eine sehr schnelle, simple Geschichte, nur eben ein bisschen mehr Schnippelarbeit. Aber so ist das nun mal. Bei Eintöpfen ist es meistens so, wenn man mehr Gemüse mit reinnimmt, muss das natürlich einmal fertig geschält und geschnitten werden. Ja, jetzt habe ich kurz noch nachgeguckt, ob schon mal was durch ist, aber nein, ist noch nicht durch. Also lasse ich den Topf erstmal stehen und ja, die Butter für den Kuchen muss einmal geschmolzen werden. Die Eier schlage ich gleich in eine Schüssel rein und so weiter. Also alle Zutaten, die ich gleich benötige, einmal zusammenkrammen, fotografieren, damit ich nicht vergesse, was ich alles drin habe nachher beim Video hochladen. Und dann nehme ich euch beim Backen wieder genauer mit. Ich habe gerade ein Cappuccinchen getrunken aus meiner zweite Lieblingstasse, die mir die Kinder letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt haben. Habe ich euch gezeigt, schon mehrmals. Ne? Hier sind alle meine Kinder, mein Mann und ich. Hier ist ein Familienfoto von uns. Hier auch. Hier ist ein Foto, wo sie noch ganz klein waren. Alle vier. Und da oben ist ein Foto, wo alle zusammen schon groß sind. Das ist mein Geburtstag, ich glaube vorletztes Jahr gewesen. Ja, vorletztes Jahr. Auf jeden Fall ist das eine meiner Lieblingstassen. Und ja, ich überlege tatsächlich, ob ich eine von... Nee, geht noch verloren oder kaputt. Ich meine, in die Klinik
Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt alles zusammengetragen, was ich für den Kuchen brauche. Ich habe mich entschieden, einen Kuchen mit Mandarinen und Kirschen zu backen und mit Mandeln. Also es wird ein Mandel-Kirsch-Mandarinen-Kuchen, so ungefähr. Auch wieder alles komplett frei Schnauze, kein Rezept, keine Zeit ehrlich gesagt, jetzt Rezeptebücher oder irgendwie im Internet durchzustöbern. Ich mache das wieder à la Irina, ne? Also alles was da ist, wird einfach zusammengeschmissen und meistens schmeckt das einfach nur bombastisch. Bei mir wenigstens. Es ist ganz selten bis jetzt gewesen, dass irgendwas komplett nicht gelungen ist, dass man das gar nicht essen konnte. Ja, in meine Laufbahn als Hausfrau und Mutter. Wie lange habe ich das jetzt schon? Mein Sohn ist 25. Ein bisschen früher habe ich schon damit angefangen. Ja. Irgendwann mal weiß man schon einfach, was zusammenpasst und was nicht. Und jetzt lasse ich euch an meiner Weisheit teilhaben. Nein, ich nehme euch jetzt einfach mal mit beim Backen. So, los geht's. Schüssel. Und es geht los. Ich habe hier 4 Eier und hier habe ich 200 Gramm Zucker und eine Prise Salz. Das kommt einfach zusammen in die Schüssel. Und wird aufgeschlagen. Ich gebe auch schon jetzt ein bisschen Vanille noch dazu. So. Jetzt habe ich alles zurechtgerückt da und gebe einfach in die Schüssel noch Vanille dazu. Ich habe kaum noch was drin, guck mal, und es ist nirgends was davon zu finden. Muss vielleicht bei Edeka gucken. Kaufland hatte das auf jeden Fall nicht mehr. Das ist echt sehr, sehr schade. So, und jetzt die Eier und Zucker einmal schaumig aufschlagen. Während die Eier mit Zucker aufgeschlagen werden, mache ich hier das Backpulver in Mehl einrühren und durchsieben. So. Mal, wie schön das jetzt hier drin aussieht. Deswegen mache ich jetzt einmal langsamer auf 4 und gebe die Butter und den Schmand mit rein. So, einmal Butter. Ich habe Butter 150 Gramm. Habe ich gar nicht erwähnt. Ich schreibe das alles nachher auf. Und ein Becher Schmand. Ja, und jetzt kommen einfach nur noch die trockenen Zutaten dazu. Also 300 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver. Und eine Packung 198 Gramm gemahlene Mandeln. Ja, und das wird einfach alles kurz eingerührt. Das ist jetzt der fertige Teig und ich bereite die Backform vor. So ihr Lieben, ich mache jetzt in dieser Backform das Ganze. Ich gebe jetzt den Teig hier rein. Der Teig ist bewusst von mir jetzt etwas fester gemacht worden, weil die Früchte noch Saft geben werden. Das ist schon mal klar. So, jetzt streiche ich einfach mal den ganzen Teig hier einigermaßen glatt. So, und jetzt habe ich hier Kirschen aus dem Garten und eine Dose Mandarinen aufgetaut, die Kirschen, oder angetaut ein bisschen. Und die verteile ich jetzt einfach hier auf dem Teig. So, vielleicht abwechselnd, wie man so will.
Ich mache jetzt abwechselnd eine Reihe Kirschen und eine Reihe Mandarinen. Mal, wie schön das geworden ist. Und jetzt gebe ich einfach noch entweder gestückelte oder gehobelte, so diese Blättchen Mandeln. Ich nehme heute gestückelte und verteile die einfach noch oben drauf. Ich mag das total gerne, wenn ein bisschen Crunch dabei ist beim Kuchen, so nicht nur Früchte. So. Tada! Fertig! Und jetzt wandert die ganze Geschichte in den Ofen. 180 Grad Umluft. Wie lange kann ich jetzt wirklich beim besten Willen nicht sagen. Einfach mal gucken, aber lange braucht er nicht. Ich weiß nicht, vielleicht 20, 25 Minuten, weil das ja nur so ein flacher Blechkuchen ist. Ja, und dann fertig. Tatsächlich fertig. Sieht aber wirklich sehr schön aus, oder? Jetzt mal gucken, wie es aussieht, wenn es aus dem Backofen kommt. Ja, und Dirk hat gerade Post geholt und das war drin. Das ist von der lieben Beate Koch. Die hat mir ja geschrieben, dass sie für mich ein Kalender hat und mir das gerne zuschicken würde. Also habe ich ihr meine Adresse gegeben. Ich dachte, es kommt auch nur so ein Kalender halt, ne? So ein kleines Kalenderchen im Briefumschlag. Die meinte, ihr schickt mir einen Brief. Und guckt mal aber, was hier gekommen ist. Erstmal so ein großer Briefumschlag. Das ist einfach nur goldig. Gott, ist das süß. Ein Schutzengel zu rechter Zeit schützt oft vor Unannehmlichkeit. Das ist total schön, guck mal das Bildchen. Schutzbrief. Dieses kleine handgefertigte Unikat ist für alle Zeit der ganz persönliche Schutzengel von Irina. Oh, guckt euch das an. Ich mach mal auf. Gott, ist das süß. Ist das niedlich. Leute, guckt mal. Oh, mir stehen gerade die Tränen in den Augen und Gänsehaut. Ist das niedlich. Und so lieb. Es ist echt so, so lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Das ist echt... Wie gesagt, ich habe gerade Gänsehaut. Dankeschön. Das ist wirklich ganz, ganz lieb von dir. Und dann ist dabei noch eine Packung Milka. Ich glaube, die werde ich einfach mal mitnehmen, wenn ich Montag wegfahre. Und der versprochene Kalender. Sogar mit einem Sticker. Sticker. Ich werde immer ausgelacht, dass ich was falsch betone. Ja, und hier ist ja genau das, was ich brauche, wo ich dann meine Termine für die nächsten Monate eintragen kann. Vielen lieben Dank. Und dann haben wir noch hier einen Brief. Eine Karte. Gute Besserung. Werd schnell wieder gesund. Guck mal. Und dann hier noch. Liebe Irina, wenn du in der Klinik bist, wirst du mir sehr fehlen. Viel wichtiger aber ist jetzt, dass du dir alle Zeit der Welt nimmst, wieder gesund zu werden. Ich bin in Gedanken bei dir und wünsche dir von ganzem Herzen gute Besserung. Liebe Grüße, Beate. Vielen lieben Dank.
Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viele Lieben. Dankeschön. Ich werde die Sachen auf jeden Fall mitnehmen. Und dieser Schutzengel ist einfach nur goldig. Ist total süß. Dankeschön. Hier ist irgendwas. Achtung, kein Kinderspielzeug. Nur zur Dekoration verwendet. Ach so. Das war mir schon irgendwie klar. Dankeschön, liebe Beate. So, ihr Lieben. Und hier ist mein Eintopf fast fertig. Ich denke, der ist schon fertig. Ich piek's einmal hier rein. Doch, das sieht eigentlich schon sehr gut alles aus. Die Möhren, die sind auch durch. Die rote Beete. Ja, alles ist durch und lecker. Wenn das ein bisschen abgekühlt ist, oder ich hole jetzt einfach mal den Knochen raus, wie ich gesagt habe, ne? Ich brauche nur einen Teller, Moment. Ich hole jetzt einfach mal den Knochen hier raus und werde den dann abpulen, wenn das ein bisschen alles abgekühlt ist. Was noch da jetzt abgepult werden kann, kommt einfach wieder auch in den Topf rein. Und hier ist das alles fertig. Ich mache aus und es wird morgen mitgenommen. Sowas ist sehr beliebt in der Gemeinde, solche Suppen, Eintöpfe, die gehen wirklich immer sehr gut weg. Vor allem komischerweise meine Eintöpfe und Suppen gehen immer sehr, sehr gut weg. Ja. Und der Kuchen ist auch bald fertig. Oh, das Briefchen ist abgegangen. Das muss ich gleich wieder dranhängen. Ja, ich muss hier ein bisschen noch was aufräumen, ein bisschen noch was im Haushalt machen. Und zum Abendessen habe ich beschlossen, gehen wir aus. Dirk und ich, wir haben noch einen Gutschein, 50 Euro von einem italienischen Restaurant, Pizzeria in der Stadt bei uns hier. Und das reicht, denke ich mal, 50 Euro. Okay, wenn wir dann was zu zahlen müssen, das ist immer noch okay. Zu dritt gehen wir jetzt einfach Pizza oder Nudeln, irgendwas auf jeden Fall essen. Aber nicht jetzt. Erstmal muss der Kuchen fertig sein und ich muss noch ein bisschen was im Haushalt erledigen. Und dann fahren wir essen. Finde ich ganz schön, die Idee, dass wir heute mal essen gehen und ich nicht noch irgendwas zum Abendessen überlegen muss. Ja, genau. Aber jetzt ganz viel Hausarbeit. Hier sieht's aus. Raffi muss gleich nochmal kommen. Den rufe ich gleich. Der hat was nicht rausgetragen. Der hat gerade Müll und Kompost rausgebracht. Aber die Schüssel hatte gekonnt übersehen. Deswegen, ja, Wäsche steht im Wohnzimmer. Also ich habe ein bisschen was zu tun. Und ich zeige euch gleich auf jeden Fall, wie der Kuchen aussieht, wenn er fertig ist. Ja, und jetzt mache ich einfach weiter. Bevor wir losfahren, muss ein bisschen was erledigt werden. Außerdem warte ich auf den Kuchen und den Eintopf, bis alles fertig ist. Ja, Dirk macht sich gerade den Tee und ich zeige ihm, was ich gerade so zugeschickt bekommen habe. Er hat es ja reingetragen aus dem Briefkasten. Fand er auch total süß. Nochmal vielen lieben Dank. Ja, Dirk tapst weg mit seinem Tee und ich kümmere mich einmal um die Küche, was da so alles rumsteht, was verräumt werden muss und eben was sauber gemacht werden muss. Das mache ich jetzt einmal schnell. Einige Sachen müssen dann auch wieder zurück in die Vorratskammer. Und da in der Schüssel ist jetzt alles, was in den Kompost kommt, das erledige ich dann gleich Raffi. Den habe ich nochmal runtergerufen. Und jetzt mache ich weiter mit dem Haushalt. Also die Wäsche muss unbedingt abgenommen werden. Ich will die jetzt nicht hier das ganze Wochenende stehen haben im Weg. Also alles einmal abnehmen, gleich zusammenlegen und nach Besitzern verteilen. Ich habe ja gestern einen ganz großen Schwung Putzlappen nochmal waschen müssen, weil die unter der Spüle lagen, wo dann alles voll Wasser war. Die haben auch das ganze unschöne Wasser aufgesaugt. Deswegen einmal durchgejagt. Jetzt ist alles wieder trocken. Auch die Bettwäsche, die ich letztens abgenommen habe, bei uns ist trocken. Die habe ich gerade zu so einem Päckchen zusammengelegt.
wie ich das immer mache. Auch so ein Trick 17 von mir. Und wenn ich fertig bin mit der Wäsche, sauge ich einmal durch. Und dann machen wir uns eigentlich auch schon fertig, um loszufahren. Mussten aber auf Raffi warten und in der Zeit, die wir dann auf ihn gewartet haben, habe ich noch schnell den Geschirrspüler aus- und eingeräumt. Der war nämlich vorhin auch schon fertig geworden. Ja, und wenn wir wieder da sind, zeige ich euch die fertigen Werke. Ja, die sind nämlich schon fertig, also der Kuchen auch. Und ja, wenn wir wieder da sind, ist er auch schon abgekühlt, sodass ich ihn anschneiden kann, um euch den genauer zu zeigen. So ihr Lieben, wir sind wieder da. Es ist 8:45. Wir haben gerade lecker gegessen. Mit Nachtisch, Eis haben wir uns bei mit Alena. War sehr, sehr lecker, wirklich. Große Portionen, aber der Laden war proppevoll. Mehrere Gruppen und im Raum da weiter hinten, geschlossene Gesellschaft, auch eine größere Gruppe. Die Kellner, die liefen da durch die Gegend wie, ne, so. Wir mussten auch dementsprechend erstmal warten auf unser Essen eine Zeit lang, aber war trotzdem sehr lecker und ich musste nicht kochen. Und wir haben den Gutschein eingelöst, sodass wir nicht ganz so viel zuzahlen mussten am Ende. Ja, muss ich dann nur noch meiner Mutter gleich schreiben. Der Gutschein war von ihr. Die fragt schon immer wieder, habt ihr den Gutschein schon eingelöst? Der verfällt bald und so. Ja, jetzt haben wir den Gutschein eingelöst. Genau. Und ich bin auch hier fertig geworden. Natürlich wie immer nicht alles erledigt, wie was ich eigentlich hätte erledigen wollen oder auch sollen. Aber was soll's. Ich habe jetzt den Boden nicht gewischt und so weiter. Dann ist es halt so, muss ich gucken, ob ich morgen Abend was schaffe noch. Oder am Sonntag muss ich ja auf jeden Fall auch schon meinen Koffer packen, richtig. Ich habe schon so grob, sage ich, alles so mehr oder weniger auf einen Fleck zusammengetragen. Oder eben im Kopf, was ich alles mitnehmen muss. Aber ich habe noch nicht mal den Koffer runtergeholt, um den packen zu können. Jetzt wollte ich euch eigentlich nur noch die fertigen Werke zeigen. Guckt mal, das ist jetzt mein Kuchen. Ich schneide einfach mal ein Stückchen ab, damit ich euch den im Anschnitt so zeigen kann. Ich muss den gleich sowieso einmal richtig fertig zurechtschneiden, damit ich das da nicht machen muss in der Gemeinde. Das heißt, ja, gleich schneiden und
in die Dose. Der ist jetzt auch schon richtig abgekühlt. Aber guckt mal, wie super fluffig der geworden ist. Ja gut, Frucht ist jetzt nur oben drauf. Aber naja, ich hätte vielleicht noch Kirschen nehmen sollen und in den Teig einrühren. Habe ich jetzt nicht gemacht. Dann haben wir eben nur oben drauf Frucht. Und hier habe ich meinen Eintopf. Guckt mal, wie gut der geworden ist. Schmeckt auch sehr lecker. Ich habe vorhin probiert, ne, so mit dem Löffel ein bisschen zum Abschmecken. Ist richtig gut geworden. Ich denke, ich werde einfach den Topf, so wie der ist, mitnehmen. Deckel drauf und einfach mit Gummi und vielleicht vorher noch Frischhaltefolie gut hier drumherum wickeln, wenn alles abgekühlt ist. Der ist noch sehr, sehr heiß. Ja, das gibt es dann von mir morgen für die Gemeinde. Mit ganz viel Gemüse drin. Genau. Ja, ich werde morgen die Kamera mitnehmen. Und auch einige Akkus werde ich mitnehmen und dann euch ja hoffentlich mitnehmen können. Ich habe noch nicht nachgefragt, ich werde das einfach direkt morgen machen. Aber meistens darf ich bei solchen ja, besonderen Gottesdiensten auch filmen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall gibt es morgen eventuell ein Gottesdienstvideo von mir und auf jeden Fall mache ich morgen ein Buchvideo und ich werde morgen auch ein Buchvideo für nächste Woche vordrehen, damit ihr da auch was zum Zuhören habt. Aber für heute war es das. Ich bin jetzt irgendwie richtig kaputt, aber jetzt ist Feierabend, also fast. Erstmal an dem PC das Video fertig machen und dann Feierabend. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Auf die Glocke klicken, gleich hier unten. Dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Ich wünsche euch allen ein super, super schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.